In jedem Roman steht irgendwo eine Erklärung zum Haftungsausschluss. Alle in diesem Roman vorkommenden Personen, Ereignisse und Handlungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Ereignissen sind rein zufällig. Aber wenn das gar nicht stimmt, wie wäre das, wenn man sich selbst in der Figur eines Romans erkennen würde? Da ist ganz unmissverständlich von einem Selbst die Rede. Da wird ganz unmissverständlich etwas erzählt, was man jahrelang geheim gehalten hat. Das ist die Ausgangslage für mein Buch Deadline. Mir kam diese Idee, als ich einen anderen Roman beendete. Da ging es um eine Geschichte aus meiner Jugend, die von mir und eben auch einer Freundin handelte. Als ich das Buch fast beendet hatte, war mir klar, dass ich es ihr unbedingt schicken muss. Wenn sie das Buch lesen würde und ich hätte sie vorher nicht geschickt, das wäre furchtbar. Das ging auch gut und wir reden immer noch miteinander. Aber ich dachte weiter daran, wie furchtbar so etwas ausgehen könnte. Dieser plötzliche und brutale Einbruch in die Privatsphäre. Besonders während man ahnungs- und wehrlos zu Hause im Bett liegt und liest. Diese Vorstellung ließ mich nicht mehr los. Ich werde hier jetzt nicht noch mehr verraten. Nur, dass ich sehr glücklich bin, dass der Goldman Verlag mein Buch in Deutschland auf den Markt bringt. Ich meine sogar, dass sich Goldman als erster Verlag die Rechte für eine fremdsprachige Ausgabe gesichert hat. Nur wenige Tage, nachdem feststand, dass der Roman in Großbritannien erscheinen wird. Ich hoffe, das Buch gefällt Ihnen. Und vielen Dank.